mal noch versuchen einzunehmen. Das abzuschließen, dieses Brücken-Event. Will ich sehen, was mir das dann bringt? So. Dann wollte ich eigentlich hier weitermachen. Das heißt, ich nehme einmal hier die Schnellreise. Ja. Weil ich jetzt nicht 100% weiß, ob sich das lohnt. Die Ladezeit ist immer relativ lange. Gut, hier bei dem kleinen Level scheint es schneller zu gehen. Scheint es schneller zu gehen. So. Und dann einmal markieren nochmal. Wo muss ich da hin? Tatsächlich genau da. So, dann hat sie jetzt eigentlich ihr Bargeld noch. Tatsächlich, ihr eigenes Bargeld. Ich weiß nicht, ob ich das nachher nochmal bekomme. Militärische Ausrüstung der Spione zerstören. So, die... Oh, da unten haben sie einen Panzer. Die zwei sind schon mal raus. Oh, ne. Das hat nicht geklappt. Mädchen! Los! Zeigt ihr mir die... Ich reiß mich in Stücke! Sie ist das Problem! Wir nach! Du hast keine Chance, außer sie. Sieht das nicht so schwer aus? Sehr gut, ein Spion ist hier immer noch. Ist er draußen? Oh, da sind noch ein paar mehr. Okay, den soll ich noch stehen. Habe ich hier immer noch die Kisten? Sie ist ein Eindringling! Elender Himmelhund! Hafu! Das sieht effektiv aus. Ah, hier habe ich das Dynamit. Kann schon mal den Panzer zerstören. Aber das reicht, wenn ich da einen hinlege. Anzünden. Dann aus dem Staub machen. Gucken wir, ob das reicht. Sieht gut aus. Interessiert da draußen auch keinen? Doch, interessiert sie auch. Was ist denn los? Aus der Hilfe? Ich helfe. Oh je! Ich guck lieber mal nach. Oh nein! Ach, los, dich einer! Oh nein! Ich muss mich verkraften! Ich reiß dich in Stücke! Was glaubst du? Wie kannst du es machen? Sehr gut, läuft hier alles perfekt. Oh, das hat weh. Ah, das ist ein bisschen zu stark, glaube ich. Wollen wir einmal ein bisschen kontern? Du schlägst einen anderen Ton an, wenn ich mit dir fertig bin. Sehr schön. Den Kollegen einmal plündern. Dokumente stehlen. Da ist der zweite. Das läuft ja hier wie geschnitten Brot. Was kann ich denn noch zerstören? Da oben plündern. Huh. Dann habe ich schon alle Dokumente, aber ich soll die militärische Ausrüstung noch. Ich habe hier doch immer eine Schatztruhe. Den Kollegen soll auch noch plündern. Sehr gut. Militärische Ausrüstung. Jetzt die Frage, was gehört noch hier zur militärischen Ausrüstung? Der Panzer war eindeutig. Da ist eine Schatztruhe, da ist irgendwie ein Stroh. Und da ist noch ein Panzer. Und hier ist irgendwie so ein Flak. Das Flak wird ja auch nicht das Problem sein. Hol ich mal eine Kiste. Wo ist sie, wo ist sie, wo ist sie? Da ist zum Beispiel eine.
Wo habe ich das Flak gesehen? Das war jetzt irgendwie unter der Treppe. Da. Dann das Ganze nochmal nachladen. Oder anzünden. Staub machen und ist es jetzt tatsächlich nur noch der Panzer, der hier in die Luft gesprengt werden muss. Sieht gut aus. Zack, zack, zack. Na. Den krieg ich auch noch weg. Habe ich auch noch die Nebenmissionen abgeschlossen. Wie immer. Besonderes Augenmerk darauf. Boah, da ist noch eine Schatztruhe. Die Schatztruhen hier alleine stehen. Noch eine. Die ist aber nicht bewacht. Achso, ich habe die Mission abgeschlossen. Damit also auch das nächste Gebiet ja wahrscheinlich angenommen. Als unsere Völker kämpften, erkannten wir den bevorstehenden Untergang. Ein koronaler Massenauswurf unserer wütenden Sonne. Die klügsten Köpfe unserer Zeit versammelten sich, um die Katastrophe abzuwenden. Unter ihnen die unverblümte Minerva, der stolze Jupiter, der geliebte Aida. Wir schlossen uns viele Jahre im großen Tempel ein und versuchten, eine Lösung zu finden. Die anderen dachten nur an eine körperliche Rettung. Doch ich glaubte, dass wir uns nur durch eine Transformation würden retten können. Inspiriert durch die Forschung des großen Wissenschaftlers Konsus, versuchte ich, Aidas Geist in einen stärkeren, künstlichen Körper zu versetzen. Ich versagte, und mein Geliebter starb in meinen Armen. Die anderen verstießen mich. Ja gut, das ist natürlich speziell jetzt für Spieler, die Assassin's Creed noch überhaupt nicht gespielt haben, komplett verwirrend. Muss man aber auch überhaupt nicht wissen. Also, ich weiß nicht, warum man nicht irgendwann mal sagt, okay, jetzt reicht es mit dieser Nebenstory von Assassin's Creed. Einige mögen die, ich selber muss sagen, teilweise wirkt sie einfach zu aufgesetzt. Ich würde das so schon ganz cool finden, dieser Geheimbund Assassinen, die unter sich eben halt in mehreren Epochen, wie eben halt in Paris oder London, und die quasi alle ihre Geschichte erzählen, eben halt als Geheimbund und nicht irgendwie mit dieser, ja, Gegenwartsstory oder auch jetzt mit den wie nennt man die dann? Ureinwohnern? Nennt man sie so? Vorfahren nennen wir sie. Ja, das ist für mich, sehr, obwohl ich alle Spiele gespielt habe, sehr verwirrend. Und du willst dann wahrscheinlich auch für jemanden sein, der es noch nicht gespielt hat. Man muss eben halt einfach akzeptieren. Und irgendwie hat man so ein bisschen das Gefühl, als wüsste der Entwickler nicht mehr wirklich weiter und ja, fühlt sich so ein bisschen festgefahren in dieser Nebenstory. So, Schatztruhe geklaut. Das läuft hier alles. So, wir haben also schon mal den nördlichen Teil hier im Ersten Weltkrieg freigespielt. Fehlen noch drei. Da muss ich erstmal rüberkommen. Das wird wahrscheinlich wieder nicht klappen, ne? So wie ich mir das vorstelle. Das ist einfach zu weit. Schade. Aber hier eine andere Idee. Das ist auch nicht schlecht. Schlechter kommen können. Auch mal rüber über die Themse. So, und dann hoffe ich, dass ich jetzt möglichst weit oben andocken kann. Was suchen Sie dort oben? Ich versuche die Themse zu überqueren. Da ist noch. Ah, nee, den muss ich noch mitnehmen. Vielen Dank. Gut ist natürlich, dass ich nebenbei dann immer noch Materialien finde. Sehr gut. Viele Schatztruhen hier. Auf kleinem Gebiet. So, und das Wetter, ja, wie gesagt, bleibt komplett unverändert. Sieht im ersten Moment mega cool aus. Aber wenn man merkt, das verändert sich ja überhaupt nicht. Das ist so ein bisschen doof.
So, welche nehme ich denn als erstes? Ich glaube, ich fange hier erstmal außen an. Das ist tatsächlich auch mal rüber. So, es wäre cool, wenn ich irgendwo. Wo ist das denn? Ich sehe zwar ein R, aber das ist wahrscheinlich wieder hierauf bezogen, genau. Na gut, dann einmal runter. Hier ist sogar noch Neuwagen. Perfekt. Aber soweit relativ unspektakulär. Fand ich in Unity tatsächlich noch besser gelöst. Da war irgendwie jede Brücken. Also da habe ich mich tatsächlich auf diese Brücken-Events auch wirklich gefreut. Hier ist es jetzt, ja, so ein. Wenn man so will, ein DLC, muss man irgendwie sagen. So, und dann nochmal darüber. Und dann sehe ich schon wieder die nächste Schatztruhe. Da hinten steht gleich. Ne, das ist ein Generator, okay. Auch aufgemacht. Natürlich cool, den Ersten Weltkrieg nochmal so zu thematisieren und mit ins Spiel zu bringen. Aber. Hier ist schon wieder raus. Ich bin hinter dir! Oh, ich muss erst anonym werden. Habt keine Hemmung, greift mit allem an, was ihr habt! Lauf, solange du noch kannst! Dreh um, Mädchen! Männer, dieses Weibsbild will uns vorführen! Boah! Schön, komm los! Das ist ein bisschen in! Ja, konsequent. Oh, und gleich zwei Schatztruhen dafür, oder? Ja, so kommt man natürlich schnell zu Geld. Lebend kommst du hier nicht. Lebend? Lebend? Was hat er gesagt? Lebend? Habe ich ihn bei lebend gehört? Komme ich hier nicht raus? Das sage ich, habe ich jetzt ein bisschen anders gesehen. Dann gibt es die nächste Mission mit Winston Churchill. Spionjagd, die Apothekerzwillinge. Die Apothekerzwillinge haben es auf Triage-Zentren abgesehen, die sich um den Überschuss an verwundeten Soldaten aus nahen Krankenhäusern kümmern und nutzen das Chaos des Krieges für ihre bizarren Experimente. Gut, dann geht's los. Eine der Spioninnen tarnt sich wohl als Schwester in einer Einrichtung in der Nähe. Sie hat Blutproben in seltsam anmutende Würfel abgefüllt und diese an einen unbekannten Komplizen ausgehändigt. Vielleicht gelingt es ihnen ja, ein verdächtiges Treffen zu beobachten. Viel Vielleicht. Glück. Danke. So, dann muss ich auch da hinten hin. Die Schwester aufspüren, den Komplizen aufspüren. Leiche der Schwester in Leichenhalle bringen. Ich will Aufwand. Da sind die beiden Kollegen. Da ist auch schon wieder die nächste Schatztruhe, die ist aber irgendwie unter mir anscheinend. Oder? Das ist cool. Ich höre sie auf jeden Fall. Ach, die ist über mir sogar. Schau mal an. Sind auch irgendwie Fenster, wo ich hier reinkomme? Oh, nee, das ist nicht offen. Och. Da, ach so, hier oben. Ah, okay. Ist nicht innen drin. Oh, fast schon die Hälfte gefunden. So, da sind die beiden. Leiche der Schwester überführen. Ich sehe leider keine Position, wo ich hier andocken kann. Ja. Ich glaube, ich muss hier irgendwie runter. Ja, mal hier rüber. Nummer 1. Schatz rum mitnehmen. Da ist ein Eindringling! Alarm! Ich seh's!
sie! Du kannst nicht ewig weglaufen! Ich kann. Jetzt habe ich sie! Aber weglaufen. Ich glaube nicht, dass sie mir hinterherkommen. Hoffe ich zumindest. Dass hier gleich wieder jemand aus der Dachluke rausschießt. So, und dann noch die Krankenschwester. Leiche der Schwester in Leichenhalle bringen. Wo immer die Leichenhalle ist. Solange kein Alarm auslöst, ist alles gut. Sie bleibt jetzt natürlich drin. Eindringling! Haltet sie! Haltet sie! Ich hoffe für dich, dass du weg bist. Da wir mal. So, du kommst nochmal mit. Wo ist die Leichenhalle, ist die Frage. Ich würde jetzt gerne die Leiche mitnehmen. Oh, das wird knapp. Oh, das wird Fragen aufwerfen. Lassen Sie nicht entkommen! Das ist Ihr Ende! Wo ist die Leichenhalle? Ich muss hin. Ja, aber klar, also jetzt angegriffen werden. Verschwinde, du Mistkerl, bevor ich dich verprügele! Ich sehe sie! Das war jetzt nicht das beste Versteck. Seht ihr die da? Hab ich mal. Ich hab sie! Ich schieße jetzt! Verfolge sie! Stecke dich ins Zuchthaus! So, nochmal so einen Weg machen und dann. Oh, das wird ziemlich schwierig, ja, eben der Leiche. Hab ich noch so eine Rauchbombe? Hab ich. 6 Stück sogar. Ich sehe sie! Genau das meinte ich. Runter. Ja, die suchen mir jetzt aber alle. Ich habe vielleicht gerade die Möglichkeit, die Leiche nochmal schnell zu schnappen. Hier soll noch irgendwie so ein Artikel oder irgendwas lesen. Ja, schnell weg. Abhauen. Ah, hau ab hier mit dem Artikel. Wo ist die Leiche? Da liegt die Leiche. So, schnell in die Leichenhalle bringen. Oder zumindest weit in die Nähe. Will klappen. Muss ich sie abliefern? Die sind alle noch am Suchen. Perfekt! Auch die Nebenmission. Noch geschafft. So. Perfekt und abhauen. Was glaubt sie denn, was sie hier macht? Alarm! Wie lange willst du das durchhalten? Jetzt haben wir sie! Oh, das glaube ich nicht. Und tschüss. Eine Flucht super. Super einfach natürlich mit der Seilwinde. So, machen wir hier rüber. Ach scheiße, hier darf ich nicht lang. In die andere Richtung. Ich sehe sie! Keinen Soldatentöne, das brauche ich nicht. Das ist schön. Das läuft jetzt. Perfekt! Sehr schön. Damit das ganze Gebiet freigespielt. Und raus und anonym werden und dann haben wir es. Perfekt. Spionjagd abgeschlossen, Leiche der Schwester in die Leichenhalle bringen. Hat auch funktioniert. Bringt jetzt bisher noch nicht so viel. Schnittergürtel, was auch immer das nachher ist. Wenn wir bei Winston Churchill einen Stein im Brett haben. Damit bleiben mir jetzt im Ersten Weltkrieg noch 2 Missionen. Aber so richtig im Krieg kommt man sich dann doch. Im Krieg kommt man sich dann doch nicht vor. Aber ich glaube, das waren auch, wie gesagt, eher die Grabenkämpfe im Ersten Weltkrieg. So, hier nochmal eben was ein bisschen zu lesen. Wenn ich das gerade schon mal sehe. Wer es lesen möchte, kann das gerne machen. Dann habe ich hier immer noch einen Helix. Wo soll der sein? We can't be having this. Ah, okay.
Mal hier rüber. Dann wollte ich nur darauf klettern. Wie gesagt, ich weiß nicht, was mir das bringt. In anderen Assassin's Creed Teilen hat das ja tatsächlich was gebracht, dass man solche Sachen einsammelt. Dass man dann mehr Gesundheit hatte. Das sehe ich jetzt hier noch nicht. Gut, bleiben mir noch zwei Gebiete. Und vielleicht schon mal markieren. Das ist nicht, da muss ich hin. Hoptons. Ist das hier ein U-Boot? Wow. Tatsächlich ist ein U-Boot. Das habe ich jetzt gerade mal so durch Zufall gefunden. Gibt es natürlich auch nur im Ersten Weltkrieg jetzt hier. Cool. Das habe ich jetzt eher zufällig gefunden. Ah, Mist. Jetzt komme ich hier nicht mehr raus. Ja. Sahen denn im Ersten Weltkrieg die schon so fortschrittlich aus wie U-Boote? Na, noch Mensch. Auf jeden Fall sahen die Panzer hier so wie hier aus. Das ist, glaube ich, überliefert. Jetzt einen alten Fahrzeuge und Panzer. So, und dann. Oh, cool! Wie cool! Feuerwehr hier am Werk. Cool. Also wie gesagt, immer viele kleine Details, die es zu erkunden gilt. Oh, hier am Rand, ja. Dann geht's da oben weiter. Die hat hier nichts zu suchen. Zack, zack. Ich häute dich wie ein Kaninchen. Das bezweifle ich. Tot. So. Da soll ich was stehen. Dokumente stehen. Jetzt natürlich wie beim letzten Mal machen, einfach eskalieren. Passt auf! Sie ist hier irgendwo! Der Anführer der Rux ist im Gebiet! Und noch eine Schatzruhe, perfekt. Stopp sie! Ich schlag dich in Stücke! Ja, kein Problem. Einen Überfall gemacht. Seide und Leder gefunden. So, das war Nummer 1. Da ist Nummer 2. Das geht ja ratzfatz. Ne, eigentlich gleich mal so eine Bombe hier zünden. Du hast keine Chance! Wie geht denn hier? Jetzt schlag dir verdammt nochmal den Schädel ein! Ja, so ist es natürlich kein Problem. Ist da noch jemand nach oben? Sieht nicht so aus. Doch, da kommt jemand. Wie kannst du es wagen? Boah. Das ist schon böse, konsequent. Soll ich den echt plündern? Ist das der schon? Ne, das war er nicht. Der ist da ganz unten. Hey, schnappt ihr euch! Der ist raus. So, also das nimmt man schon ziemlich schnell ein hier. Wir auch nochmal die Beine wegziehen. Oh, oder einfach mal die Bandscheiben reindrücken. Sehr schön. Gut, wie kommen wir da nach unten? Muss ja immer noch eine Treppe. Ah, da haben wir's. Oder? Ne, hier muss ich runter. Du kannst dich nicht ewig verstecken.
Die hat ja nichts zu suchen. Da drüben ist... Man kann es natürlich auch leise machen, aber in dem Fall ist es tatsächlich einfacher, das Ganze so zu lösen. Habe ich tatsächlich jetzt eine Schatztruhe da oben vergessen? Konnte ich denn nur auf der Ebene? Wo haben wir sie? Wo haben wir sie? Wo haben wir sie? Vielleicht hier? Schatztruhe für mir. Ist die über mir? Ne, ist ein Generator. Soll eigentlich auf der Ebene sein hier. Ist die Schatztruhe. Einen weiter hoch muss ich tatsächlich noch. Wo komme ich hier nach oben? Zweifel über außen. Oder? Nimm die Treppe hier. Perfekt. Deine Ecke. Sehr schön. Falsche Informationen unterschrieben. Wo mache ich das denn? Falsche Informationen unterschrieben. Was muss ich dafür machen? Das ist jetzt die Frage. Da ist irgendwie ein Buch. Natürlich auch die Nebenmission einmal mitnehmen. Wo habe ich doch eben hier dieses Buch? Da. Sehr schön, auch das noch gemacht. War jetzt natürlich kein weiteres Problem. Warum reiß ich dir nicht einfach? Was? Warum eigentlich nicht? Genau. Wer frech sein will, wird hier direkt bestraft. So, die Mission habe ich auch. Spiel und Versteck. Falsche Informationen habe ich auch untergeschoben. Winston Churchill. Sind wir sein bester Freund mittlerweile. All unsere Bemühungen führten zu nichts. Im Jahr 2306 des ISO-Zeitalters traf die Sonne meine einst große Zivilisation mit voller Wucht. Ich perfektionierte die Arbeit von Konsus und machte sie mir zu eigen. Ich rettete die Essenz von Aitas Brillanz und fügte sie in die DNA eurer rebellischen Art ein. Ich überließ ihn einer unbekannten Zukunft, um wiedergeboren zu werden. Wieder und wieder. Ich kehrte zum großen Tempel zurück. Ich legte meinen physischen Körper ab und betrat das Grau. Doch die sture Minerva und der närrische Jupiter entdeckten mich und versiegelten den Tempel. Eingeschlossen wartete ich, bis mir eure Technologie eine Rückkehr ermöglichen würde. Das Warten hat nun fast ein Ende. So, nächste Gebiet ist freigeschaltet. Und damit fehlt nur eins jetzt hier im Bereich des Ersten Weltkrieges. Könnte natürlich noch die Zeppelin-Mission machen, aber ich glaube, die werden sich jetzt nicht viel unterscheiden von der, die ich vorhin gespielt habe. Warnung.